Exercise versus Alias. Ah. Okay. Gegen ein paar Alice-Typen. Kein Wunder, dass die bei der Lina sind. Und Galileo ist Torhüter. Ist das die gleiche Mannschaft wie bei... Ja, passt soweit noch. Torhüter hat auch nicht so hohe Verteidigung. Wurmloch und Vortexfinger sind ziemlich krass drauf. Die haben alle Universumschuhe. Okay, mal schauen. Gucken wir mal, wer hier alles blockt. Aktivieren wir Power Surfer. Ah, okay. Wer blockt hier? Schwerkopf blockt. Abgeschwächt? Gar nicht mal so verkehrt. Der Ball fliegt weiterhin und er aktiviert Vortexfänger. Ja, klar, dass er ihn hält, aber das ist das Beste, was passieren kann, natürlich. So, hier werden wir jetzt auch natürlich Raubritter benutzen. So, wer hat den Ball jetzt? Coyote. Da hauen wir einen Dunkeltornado raus, wenn wir schon in der Nähe sind. Ich bezweifle, dass er reingeht. Ja. Aber jetzt hat er keine TP mehr. Und die haben keine Auswechselspiele. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, Meteorbomber. Ja, Meteorbomber ist einfach stark. Aber vielleicht muss ich hier mit diesem... Ich will eigentlich so gut wie wenig Items benutzen, ne? Bin ich ehrlich? Terrero-Finte. So. Magische Faust L2. Doppelstern. Ich hoffe mal, wir können blocken. Abgeschwächt. Ja, habe ich mir fast gedacht. Aber das trifft sich gut, denn magische Faust. Sollte auf jeden Fall halten. So, Coyote. Versucht zu flanken. Aber. Das hätte gut ausgegangen, wenn ich jetzt auch das Tor getroffen hätte. Aber eigentlich. Moment. Eigentlich. Totaler Mist hier. Schwerkopfblock. Ist aber gut, weil dann kann er jetzt nichts mehr benutzen, ne? Genau. Das kostet mehr. Als man denkt. So, Archer, hol dir den Ball jetzt. Hol dir den Ball. Wir brauchen mal langsam ein Tor hier. Was ist das denn hier? Kaffeekränzchen oder was? Na komm. Schieß mit Raketenschuss drauf. Fertig. Das sollte er nicht halten. Besonders nicht aus der Nähe kommt ein Raketenschuss. Tor! Weiter so, Leute! So, ich würde sagen, wir benutzen irgendwie Dimensionstor. Damit wir das schon mal abgehakt haben. Warp-Tunnel kostet auch diesmal mehr, ne? Ja.
Die sind langsam ausgebrannt. Wo haben wir denn unseren Kojoten? Feuergrätscher. Alles kostet viel, viel mehr. Ach komm. Da habe ich nicht auf. Da achtet man einfach nicht auf die Zeit, ne? Weil man in den Cutscenes die Zeit nicht mehr sieht. Deswegen müssen wir hier immer achten. So, Tackling. Sollte ausreichen. Und machen Direktschuss. Damit wir jetzt schon mal so schnell wie möglich schon mal das Tor schießen. Blocker könnte noch da sein. Ja, da ist tatsächlich noch einer. Aber es ging daneben. Das ist schon mal sehr gut. Ich bin gerade geneigt, Coyote tatsächlich weiter so, Leute. Ein Item zu geben. Ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Damit wir wahrscheinlich noch zweimal Dimensionstür einsetzen können. Am besten in der heißen Phase. Damit wir auf jeden Fall schnell daran kommen, Feuerzirkel. Ah, sehr nice. Der kleine Randall schnappt sich den Ball. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So. Heiße Phase. Kann ich auf jeden Fall zweimal einsetzen. Das heißt, ich muss so schnell gleich den Ball kriegen. Damit Coyote nochmals Dimension Tor einsetzen kann. Diesmal wird nicht geblockt. Und diesmal hält er. What? Sehr merkwürdig. Okay, diesmal hat er ihn gehalten. In der heißen Phase. Muss ich da irgendwas verstehen? Sternkreuzer. Ja, das war's wohl. Mit meinen Gedanken. Jetzt benutzen die, jetzt wird's heiß. Ah, Spezialtaktik auch noch. Tanzfalle. Zeitraffer. Was ist hier los? Was ist hier los? Es läuft gerade nicht so geplant, wie es sein sollte, ne? Meteorbomber? Meteorbomber. Irgendwie läuft hier gerade alles schief. Sehr merkwürdig. Es war nicht so gedacht. Eigentlich wollte ich zweimal in der heißen Phase Dimensionstor benutzen, aber der hat auf einmal gehalten und das hat alles zunichte gemacht. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch, oder wie? Aber danke für den Einwurf. Ja, okay, ich glaube, S-Rang kann ich, glaube ich, jetzt knicken. Aber ich will wenigstens noch einen A-Rang kriegen. Wenigstens das. Oh ne, Schwerkraft. Oh, du hast immer noch Schwerkraftblock. Kacke.
So, Dylan. Och, komm. Gewinn doch mal. Wird wahrscheinlich nur Rang B, ne? Ich weiß nicht, bei 2-0? Ich bin mir da unsicher. Naja, gegen die müssen wir nochmal antreten. Schade. Aber ich bin eigentlich trotzdem froh, dass wir noch ein paar S-Ringe erreicht haben. Kann ich nicht klagen. Wir haben gewonnen. Wir bekommen die Erfahrungspunkte. Ja. Ich kann Niederlagen nicht ausstehen. Ich kann nicht ausstehen, dass der Torhüter auf einmal gehalten hat. Obwohl es vorher nicht getan hat. Oh, Blumenland. Durchbrecher 3. Okay. Na gut, dann schauen wir uns die nächste Mannschaft an.